Warum grinst du denn so saublöd? Ich habe den Weg zum Glück gefunden. Aha, und wie das? Hast du dich mit Ricarda verlobt? Welche Ricarda denn? Kennst du nicht. Ich finde, unsere Dialoge werden immer gehaltvoller. Ja, das kann daran liegen, dass du sie schreibst. Wie auch immer. Nein, ich bin so glücklich, weil ich dieses Video gefunden habe. Für wen ist eine Hodensackstraffung geeignet? Also ich bin super happy mit dem Ergebnis der OP. Komplett neues Lebensgefühl. In der öffentlichen Sauna, die Blicke der Ü70-Männer, purer Neid. Zwei Rentnerinnen haben mir ihre Nummer zugesteckt. In meine Arschritze. Der ist jetzt richtig juicy, weil mit dem überhängigen Hodenfett habe ich mir meinen Arsch vergrößern lassen. Endlich wieder lange Radtouren, ohne lästiges Verheddern in der Kette ständig. Ihr kennt das. Mit dem Code Hängehoden20 kriegt ihr jetzt Rabatt auf eure erste Hodenstraffung. Aha. Und das willst du jetzt auch machen lassen, oder was? Wanderdrache, 20% Rabatt. Da muss ich zuschlagen. Fuzzi, das war der Comedian Moritz Hohl. Das war ein Witz. Na egal, vielleicht spenden die Fuzzis heute ein bisschen mehr. Dann müsste es trotzdem reichen. Vergötterte Fuzzis, ich plane eine Bildungsreise und würde mich über Spenden freuen. So, jetzt aber los. Wir haben heute ein straffes Programm. Liebe Fuzzis und Fuzzinnen, liebe Verachter der Ampeldemokratie und liebe Kämpfer gegen die öffentlich verächtlichen Gebührenschänder. Ihr wisst ja alle, dass ich ein glühender Fan des öffentlich verächtlichen Unfugs bin, denn uns allen ist ja wohl klar, dass wir solche Leute... Ich wurde mit einem Penis geboren. ...niemals kriegstüchtig bekommen, wenn wir sie nicht ab jetzt 24/7 mit Kriegspropaganda beschallen. Wenn solche Senf-Agave-Krieger nicht täglich hören, dass der Russe böse und töten eine tolle Sache ist, kriegen wir nicht mal Sonneberg verteidigt. Geschweige denn die ganze Bundesinsolvenz. Wie kommst du denn jetzt ausgerechnet aus Sonneberg? Na, da haben die Nazis doch komplett das Ruder übernommen. Sie haben dort 70 Millionen Menschen remigriert und alles in Schutt und Asche gelegt. Jacqueline, Sonneberg ist ein lupenreines Beispiel dafür, was passiert, wenn toxische Demokratiefeinde, die täglich mit dem bösen Putin Tee trinken und sich ums Verrecken nicht impfen lassen wollen, an die Macht kommen. Komisch, das klang bei den Tagesthemen ganz anders, guck. In der Nähe des Marktplatzes von Sonneberg frisches Obst und Gemüse. Hat sich die Situation für Ausländer hier verändert, seit ein AfD-Landrat regiert? Abdul Abdullah kommt aus Somalia. Gibt's gar keine Probleme, kein Rassismus. Ich lebe schon lange hier. Ist gut. Wie lange leben Sie schon hier? 6 Jahre schon hier. 6 Jahre schon? In Sonneberg, meine ich. Ja. Und da hat sich nichts verändert? Nee, ist gut. Nebenan gibt es Sonneberger Bratwurst. Ich möchte wissen, wie Sie hier den AfD-Landrat sehen. Doch mit uns will man hier nicht reden. Reit so gut und lauf gleich zu. Weil ich mit den Medien gar nicht reden will, weil sie eh noch alles drehen. Das war ja meine Frage. Ja, deswegen sage ich ja. Sie möchten nichts sagen. Ne? Ich versuche es in der Einkaufsstraße. Seit einem Jahr haben Sie einen AfD-Landrat. Hm. Hat sich hier was verändert in der Stadt, im Landkreis? Was würden Sie sagen? Na ja, also verändert, also es ist ja noch nicht lang, da kann man jetzt noch nicht davon zu sprechen. Aber negativ ist es ja nicht, also schlecht ist es nicht. Positiv? Es ist angenehm, die Stimmung und alles, also ich kann jetzt nichts Schlechtes sagen. Seit der Kommunalwahl im Mai haben sich die Mehrheiten in Sonneberg auch im Kreistag verschoben. Fast 35% für die AfD. Von den 40 Abgeordneten gehören nun 14 zur AfD-Fraktion. Viele hier stehen der AfD und ihren Abgeordneten erst einmal positiv gegenüber. Sie sollten da vielleicht erstmal die Chance geben. Dann sieht man, okay, das war vielleicht Mist oder das war, und ich sehe es jetzt mit rechts, ach nicht. Ja, es wird ein bisschen sehr nach rechts geschoben. Es geht aber eigentlich nur um die Sache und die möchten auch keine integrierten Ausländer rausschmeißen. Also so habe ich das zumindest, das Gefühl. Kritische Stimmen finde ich in der Einkaufsstraße an diesem Tag tatsächlich nicht. Na, der Beitrag ist aber gehörig schiefgegangen. Nee, alles Kalkül. Die Gebührenschänder müssen ja hin und wieder alibimäßig so tun, als wären sie neutral und würden nicht versuchen, die Opposition in Grund und Boden zu senden, damit sie nicht ihre Zwangsfinanzierung, nicht kippt. Vergötterte Fuzzis, ich bin ja mittlerweile viel auf diesem Twitter-Rix von Egon Murks unterwegs. Und das ist für einen Fuzzi wie mich extrem hilfreich. Denn dort tummeln sich zwar extrem viele woke Vollhongs, aber auch viele tolle Menschen. Twitter-Rix ist also quasi ein bisschen wie Berlin.
Neulich habe ich folgendes Zitat von einem User gefunden, der sich auf Twitterix unblocked nennt. Und dieser unblocked hat folgendes geschrieben. Du bist für Frauenrechte, aber die massenhaften sexuellen Übergriffe und Vergewaltigungen ignorierst du. Du bist für Umweltschutz, aber dir ist egal, wenn die Umwelt für Windparks oder Solarflächen zerstört wird. Du bist für Toleranz, willst aber anderen ständig deine Ideologie aufzwingen. Du bist für Rechte von Homosexuellen, sagst aber nichts, wenn sie von denen diskriminiert werden, die du verteidigst. Du bist gegen Antisemitismus, aber nimmst den einfach hin, wenn er aus den eigenen Reihen kommt. Du bist gegen Hass, aber Hass aus den eigenen Reihen ist okay für dich. Du bist für Demokratie, willst aber nicht, dass Menschen die Möglichkeit haben, nicht links zu wählen. Du bist für Selbstbestimmung, aber auch für Impfpflicht und Widerspruchsregelung bei der Organspende. Du bist gegen Politik, die auf Panikmache basiert, glaubst aber die Klimaapokalypse und jede Stimmungsmache gegen rechts. Eine Denke voller Widersprüche. Mir fallen noch viel mehr ein. Ja? Du bist ja auch die schlauste Frau seit Beginn der Temperaturmessung. Also nach Trampolina. Genau die meine ich. Trampolina ist ein Widerspruch in sich. Moment, bevor du weitersprichst. Millionen Menschen in der Ukraine brauchen 40 Millionen Polen und Molen. 40 Millionen Polen und Molen. Liebe Fuzzis, wir haben es ja ein bisschen aus den Augen verloren vor lauter Sylt und Isis-Finger. Aber die Ukraine braucht nach wie vor unsere Unterstützung. Solltet ihr also irgendwo Molen sehen, die noch nicht zwangsrekrutiert wurden, sagt uns bitte Bescheid. So, was wolltest du jetzt über Trampolina sagen? Warum hältst du die schönste und klügste Frau, die jemals als Enkelin eines Kriegsoffiziers an der Ostfront geboren wurde, für eine schäbige Heuchlerin? Trampolinas Opa war an der Ostfront? Ja, vielleicht zieht es sie ja deswegen auch wieder so dahin. Naja, auf jeden Fall habe ich so eine ekelhafte Doppelmoral wie bei Trampolina noch nie in meinem Leben erlebt. Guck. Außenministerin Baerbock pfeift auf das Nachtflugverbot der Grünen. Am 23. Juni um 23.54 Uhr hob die Maschine der Politikerin in Richtung Luxemburg ab, obwohl am größten Flughafen in Frankfurt am Main ein striktes Nachtflugverbot gilt, das selbst von den Grünen und ihren Anhängern hart erkämpft wurde. Auch für seinen Flug erhielt Scholz eine Sondergenehmigung. Für beide Flüge wurde seitens der Behörde das öffentliche Interesse anerkannt, hieß es seitens des hessischen Wirtschaftsministeriums. Ein Paradebeispiel dafür, wie sich die hiesige Regierung alle Verbote und Gebote so zurechtbiegt, wie es ihr gerade in den Kram passt. Auch wenn sie dem ideologischen Denken der eigenen Partei entspringen. Also das wundert mich jetzt aber. Die schönste und klügste Frau, die jemals Außenministerin war, ist doch eigentlich die ehrlichste Frau der Welt. Also, wenn sie nicht gerade ihren Lebenslauf fälscht. Und neulich hat sie doch auch das gesagt. Wir haben diese Erderwärmung, wo wir heute sind, zentral mit verursacht, mit unseren Emissionen der Vergangenheit. Aber die Emissionen der Zukunft, darum müssen wir uns alle gemeinsam drum kümmern. Das meine ich ja. Diese Frau sagt so vieles und irgendwie ist alles gelogen oder es gilt einfach nicht für sie, sondern nur für ihre Untertanen. Guck. Klimakapitel ist ein Desaster und das müssen Sie endlich anerkennen. Jede Tonne weniger CO2, jedes Zehntel Grad weniger an Erderwärmung ist ein Beitrag zu menschlicher Sicherheit. Die Klimakrise ist die größte Sicherheitsherausforderung unserer Zeit. Ich glaube, ich habe jetzt verstanden, was feministische Politik ist. Aha, und was? Na, viel Geld für Styling ausgeben, alle anzicken und lügen, bis das Trampolin rostet. Hast du gehört, was Orban gemacht hat? Ach du meine Güte. Was hat denn dieser viermal demokratisch gewählte, schreckliche Diktator, den die Ungarn lieben, schon wieder verbrochen? Er war bei Zelensky und dem bösen Putin und hat versucht zu verhandeln. Moment. Wieso denn bei Biden? Also nicht Joe Biden, sondern Biden. Wir sprechen doch nur mit Voldemort Serengeti. Ja, weil man mit Putin ja nicht verhandeln kann. Wer behauptet das denn eigentlich immer? Mit Orban hat er ja auch gesprochen. Wie oft hat denn das Energiebündel Joe Biden versucht, mit Russland zu verhandeln? Willst du ernsthaft, dass Joe Biden mit Wladimir Putin verhandelt? Auch wieder wahr. Am Ende verkauft Joe ganz Texas noch an irgendwelche Tschetschenen. Ich meine, für einen Red Bull und 10 Viagra unterschreibt er doch alles. Was haben wir denn zu Orbans Bemühungen gesagt? Hat sich die Vollblut-Pazifistin Trampolina denn gefreut? Wir und die EU haben gekocht. Aha. Na gut, aber das kann auch am Klimawandel liegen. Du weißt ja. Die Erde brennt und das überall. Wanderdrache. Fuzzi. Weißt du, was ich glaube? Dass Ricarda nicht dick ist, sondern nur zu klein für ihr Gewicht. Welche Ricarda denn? Kennst du nicht.
Nee, ich glaube, dass die ganze Welt will, dass der Ukraine-Krieg endlich endet. Inklusive Russland und der Ukraine selbst. Nur wir, Amerika und deren engste Verbündete, sind die einzigen, die diesen Krieg noch wollen. Kann schon sein. Aber sind wir dann wirklich die Guten? Liebe Fuzzis, ich möchte euch jetzt einen kleinen Ausschnitt aus einem Interview mit dem schrecklichen Friedenstreiber Orban, der viermal hintereinander demokratisch gewählt wurde und sich bei diesem Interview auf dem Rückflug aus Moskau befand, zeigen. Ich möchte euch dieses Interview zeigen. Dieses Interview hat der böse Roger Köppel von der bösen Weltwoche geführt. Herr Köppel ist einer dieser furchtbaren Journalisten, der sein Büro auch mal verlässt und sich eine eigene Meinung bildet. Bei all unseren Tastenaktivisten ist er deshalb maximal unbeliebt. Vielleicht, weil er immer noch mit Gehirnzellen arbeitet und sich weigert, auf Ideologiesynapsen umzustellen. Ich bin davon überzeugt, dass dies der einzige Weg ist und dass dies die Pflicht ist, die ich jetzt erfüllen muss, weil ich der einzige westliche Führer bin. Ich bin jetzt der einzige westliche Führer, der die Möglichkeit hat, gleichzeitig mit Kiew und Moskau zu sprechen. Alle anderen haben eine Situation geschaffen, in der sie keine Möglichkeit haben, direkt mit den beiden Hauptakteuren, insbesondere mit den Russen, zu kommunizieren. War das für Sie persönlich eine historische Woche? Eine historische Woche für Viktor Orban? Wenn Sie das persönlich nehmen, machen Sie einen Fehler. Sie machen einen großen Fehler. Tun Sie das nicht. Was überhaupt nicht zählt, bin ich. Wen interessiert das schon? Es gibt ein viel wichtigeres Thema. Das ist der Punkt um den Frieden und um den Krieg. Vergessen Sie nicht, dass wir jetzt ein Interview haben und während dieses Interviews an der Front mindestens ein Dutzend junger Leute. Das ganze Video hat insgesamt über 20 Minuten, findet ihr auf YouTube. Irgendwie haben die meisten deutschen Medien vergessen, darüber zu berichten. Aber deswegen haben wir auch für euch einen Kanal gefunden, der das gesamte Video ins Deutsche übersetzt hat. Und zwar ist das der YouTube-Kanal Hungary unterstrich Translated by Paprika Girl. Den Link zum übersetzten Interview findet ihr in der Videobeschreibung. Wunderbare Fuzzis, meine einzigen Freunde. Die meisten von euch werden es wissen, ich bin ein absoluter Fan des öffentlich verächtlichen Unfugs und bekämpfe die propagandistischen Gebührenschänder, wo ich nur kann. Brendel? Wanderdrache? Das macht keinen Sinn. Wenn du ein Freund der Propaganda-Clowns bist, wirst du sie ja wohl kaum bekämpfen. Sinn, Halbklatze. Es ist wie immer komplexer. Ohne die öffentlich verächtlichen Gebührenschänder würden mir locker die Hälfte all meiner Inhalte wegbrechen. Aber selbstverständlich braucht eine Demokratie starken, unabhängigen Journalismus, der die Mächtigen hinterfragt und keinen zwangsfinanzierten Staatsfunk, der uns rund um die Uhr mit seiner beschissenen Ideologie beschallt, uns spaltet und in einen dritten Weltkrieg treiben möchte. Ich meine ja nur. Schon recht. Böswillige Bosnierin. Aber sei gewiss, ich weiß ganz genau, was ich hier sprechen tun tue. Also weiter. Da wir Fuzzis nicht nur meckern, sondern auch machen, gibt es ab jetzt eine neue Rubrik. Und zwar den Rundfunkalarm. Gebührenschänder! Es ist vorbei. Unsere Freunde von Beitragsblogger.de, die mir und allen, die protestieren, dabei helfen, keine Gebühren mehr zu bezahlen, haben etwas entwickelt, was wirklich zu einer ernsthaften Gefahr für das öffentlich verächtliche System werden kann, und zwar den Rundfunkalarm. Der Rundfunkalarm verwandelt mit wenigen Klicks eure Kritik in eine gerichtsfeste Beschwerde und je mehr Menschen mitmachen, desto größer wird die Protestwelle, die da auf deutsche Gerichte und die Propagandaschergen von ARD und ZDF zurollt. Das Ganze möchte ich den mutigen und wehrhaften Fuzzis mal an einem konkreten Beispiel erklären. Und zwar geht es um diesen Beitrag aus der Nachrichtensendung Logo des öffentlich verächtlichen Kinderkanals. In ungefähr einer Stunde spielen die Niederlande und die Türkei gegeneinander im nächsten Viertelfinale. Und da wird er hier nicht dabei sein, der türkische Spieler Merih Demiral. Und zwar wegen des Zeichens, das er da mit den Händen macht. Und nein, das ist nicht der Schweigefuchs, den vielleicht manche von euch aus der Schule kennen, wenn die Klasse leise sein soll. Das Zeichen ist der Wolfsgruß. Und wieso der ein Problem ist, erklären wir euch. Der Grund, wieso über den Wolfsgruß gerade so viel diskutiert wird, liegt in dem Land Türkei. Dort und inzwischen auch in anderen Ländern wird die Geste von der Gruppe Graue Wölfe als Erkennungszeichen und zur Begrüßung benutzt. Das Problem? Viele Mitglieder der Grauen Wölfe sind rechtsextrem, d.
Das heißt, sie sind der Meinung, dass manche Menschen weniger wert sind, zum Beispiel Menschen mit einer anderen Herkunft oder einer anderen Religion. Viele Mitglieder der Grauen Wölfe sind außerdem bereit, mit Hass und Gewalt gegen andere Menschen vorzugehen. Mehrere hundert Menschen wurden von den Mitgliedern der Grauen Wölfe sogar umgebracht. So, jetzt muss man wissen, dass der öffentlich verächtliche Kinderkanal Kika sich ganz bewusst und vorrangig an Kinder zwischen 3 und 13 Jahren wendet. Ich zitiere mal. Kika schafft Angebote für Kinder im Alter von 3 bis 13 Jahren. Eine vielfältige Zielgruppe mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Interessen. Mit großer Sorgfalt und Leidenschaft entwickelt Kika Inhalte, um genau auf die Anforderungen von MedienanfängerInnen, GrundschülerInnen und Preteens einzugehen. Durch diese gezielte Ausrichtung kann Kika ein breites Spektrum an altersgerechten Angeboten anbieten. Altersgerecht, die Bildung, Unterhaltung und Spaß vereinen. Naja, also solltet ihr Kinder oder Enkel in diesem Alter, 3 bis 13, haben, kann ich nur dringend davor warnen, eure Kinder alleine und ungeschützt dieses kindgerechte Programm anschauen zu lassen. Denn es wird weder eine wirklich kindgerechte Sprache oder Themenauswahl angeboten, sondern es wird zum Beispiel schon in diesem Alter den Allerkleinsten eingebläut, dass alles Böse rechts ist und dass unsere süßen Kleinen sich auf einen Krieg einstellen müssen. Das dachte sich auch eine Zuschauerin, die dann den Rundfunkalarm ausgelöst hat. Und das funktioniert so. Ihr geht auf die Seite rundfunkalarm.de. Dort könnt ihr euch aktuelle Programmbeschwerden anschauen und wenn eure Sendung schon dabei ist, könnt ihr euch einfach anschließen. Wenn die Sendung nicht dabei ist, drückt ihr auf das rot-weiße Plus und sucht euch den Tätersender raus. Private sind übrigens auch dabei. In unserem Fall drücken wir auf Kika. Und können jetzt den speziellen Sauhund suchen. Sauhund ist die Sendung. Und auch finden. Ihr klickt auf die Sendung und habt jetzt verschiedene Verstöße gegen den Medienstaatsvertrag zum Auswählen. Zum Beispiel Demokratiefeindlichkeit, Kriegstreiberei, Einseitigkeit, Unwahrheit und so weiter. In unserem Fall entscheiden wir uns für Jugendgefährdung, Diskriminierung und Panikmache. Und der Rundfunkalarm übersetzt das dann automatisch in die richtigen Paragraphen, die vor Gericht Bestand haben. Um eure Beschwerde noch stärker und qualifizierter zu machen, ist eine möglichst detaillierte Begründung wichtig. In diesem Fall schrieb die Dame, die sich beschwert hat: Die Verbindung in den Köpfen der zuschauenden Kinder wird auf das Wort rechtsextrem gelegt. Es wird damit suggeriert, dass alle, die als rechtsextrem eingestuft, benannt, diffamiert und zum Großteil auch meist zu Unrecht regelrecht beschimpft werden, derart hass- und gewaltbereit sind. Es bleibt das Wort rechtsextrem, was in den ÖRR-Medien allgemein schon regelrecht zu einer Art Modewort geworden ist, wie natürlich auch in der Politik. Bei dieser Berichterstattung über das Zeigen des Wolfsgrußes stark im Vordergrund, was wohl sehr bewusst so gesteuert und gewünscht ist. Welche Lawine von Gewalt damit ausgelöst werden kann, bei Kindern, Jugendlichen, ist dem Team vom Kika-Logo ist die Nachrichtensendung, wohl nicht in den Kopf gekommen. Es kann aber auch zu Angst bei Kindern führen, die sich nicht mehr sicher fühlen draußen im normalen Leben. Sei es, dass sie eine andere Religion haben oder vom Aussehen her eindeutig aus einem anderen Land kommen. Es sollten solche Redakteure für Kindersendungen sich vorher über die Auswirkungen ihrer Beiträge mit Fachleuten unterhalten. Manchmal reicht auch einfach ein Gespräch mit Müttern oder Vätern, die dies wohl besser einschätzen können als jeder Redakteur solcher Sendungen. So, mir ist es wichtig, dass ihr euch den Rundfunkalarm zumindest mal anschaut, liebe Fuzzis. Deswegen diesmal so ausführlich. In Zukunft machen wir das regelmäßig, aber knackiger. Denn Fuzzis meckern nicht nur, die machen auch. Vergötterte Fuzzis, wie immer aus gegebenen Anlass jetzt mein Wort zum Sonntag am Freitag. Heute über die UEFA und über Menschen. Liebe Fuzzis, die UEFA hat den türkischen Spieler Demiral für 2 Spiele gesperrt, weil er ein Zeichen gemacht hat. Flüsterfuchs. Das auch eine böse, rechtsextreme türkische Vereinigung benutzt. Danach hat man den jungen Mann, er ist 26 Jahre alt, gefragt, was das sollte. Und er hat gesagt, dass er nicht politisch ist und dass dieses Zeichen sehr viel mehr ist und seit unzähligen Jahren generell für das türkische Volk steht.
Selbstverständlich hat das den ultrabösen Woken-Gutmenschen als Erklärung nicht ausgereicht. Ice Ice Nancy hat sofort Druck gemacht, schließlich will die Nazi-Psychose ja genährt werden. Denn Deutschland muss ja jede Sekunde daran erinnert werden, dass hierzulande sofort das Vierte Reich entsteht, sollte die beste Ampel seit Beginn der Temperaturmessung abgewählt werden. Nun, Fußballer machen viele komische Sachen mit ihren Händen. Suspendiert wird eigentlich nie jemand. Meistens passiert gar nichts oder es gibt eine Geldstrafe. Diesmal 2 Spiele Sperre. Sprich, dieser wichtige Spieler der Türkei wird behandelt, als ob er einen Gegenspieler schwer gefault oder eine Tätigkeit begangen hätte. Damit nimmt man ihm einen Lebenshöhepunkt, der vielleicht nie wiederkommt. Man hat ihn ihm genommen. Und ich frage mich, warum entscheiden eigentlich wir das? Warum entscheidet das der deutsche Übermensch, was das für ein Gruß ist? Die Mehrheit der Türken sagt, dass es ein völlig übliches Symbol ist, um türkischen Nationalstolz auszudrücken. Aber der deutsche Übermensch weiß das besser. Wenn dieser Gruß so schlimm ist, ist es doch Sache der Türkei, den Spieler zu bestrafen und nicht unsere. Und warum plötzlich so eine überzogene Strafe und alle anderen Spieler machen mit ihren Fingerchen, was sie wollen, ohne signifikant bestraft zu werden? Was haben wir plötzlich gegen die Türkei? Waren es nicht die Türken, die uns geholfen haben, dieses Land wieder aufzubauen? Sind nicht die Türken die am besten integrierten Ausländer hierzulande, die Milliarden, ach was, Billionen seit Jahrzehnten von Steuern für dieses Land zahlen? Die UEFA will unbedingt unpolitisch sein, lässt sich aber von unserer Regierung unter Druck setzen und trifft eine zutiefst politische Entscheidung. Wäre das auch so, wenn die Türkei in der EU wäre? Wenn Erdogan ein ganz braver wäre, der sich immer bücken würde, wenn wir das wollen? Und was ist plötzlich mit all dieser Toleranz, der Vielfalt, dem Respekt vor anderen Kulturen? Nein, der ultraböse, woke Übermensch hat mal wieder seine hässliche Fratze gezeigt und braucht sich jetzt wirklich nicht wundern, wenn ab jetzt jeder Türke die AfD wählt. In diesem Sinne. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Vergötterte Fuzzis, jetzt schalten wir gleich noch zu Giovannoli Trabafuzzi, der eine weitere lebensverändernde Pressekonferenz angekündigt hat. Heute spricht er über seine Lieblingspartei. Ich verabschiede mich mit meiner üblichen Bitte. Bitte haltet diese Sendung mit einer kleinen Spende am Leben. Oder schenkt uns ein Like, einen Kommentar oder teilt dieses Video mit allen potenziellen Fuzzis. In der Videobeschreibung findet ihr außerdem meine Bücher, unseren Shop und unsere Werbepartner. So. Jetzt kommt Giovannoli Trabafuzzi zu uns, aber vorher noch ein kurzes Video für euch. Fuzzis, ja, manchmal steht man einfach unter großem Druck. Aber ihr müsst wissen, ihr seid nicht allein. Ich muss kacken. Von Storno, sind Sie bereit? Va bene. Es gibt im Moment in diesem Land, oh, eine Partei, vergessen ihnen Auftrag, was sie sind. Ich lese nicht sehr viele Zeitungen, aber ich habe gehört, viele Situationen. Wir haben nicht die Grünen gehabt für lange. Es gibt kein Land, könnte ertragen die Namen von unseren Grünen. Diese Periode hatten wir im Platz. Habeck, Lang und dann Baerbock. Wir mussten nicht vergessen Baerbock. Baerbock ist eine schlimme mehr Ricarda, mehr Fester. Ist klar, diese Wörter? Ist möglich verstehen, was ich habe gesagt? Danke. Dumm! Dumm ist, wie machen die Regierung. Ich habe erklärt, diese Grünen, nach Greichen braucht vielleicht viele, viele Rücktritt. Ich habe auch andere Parteien gesehen in diesem Land nach letzter Wahl. Ich habe auch gesehen, 3 Jahre die Ampel. Ein Fuzzi ist nicht ein Idiot. Ein Fuzzi sehen, was passiert in diesem Land. In dieser Partei sind 2, 3 oder 4 Millionen Grüne, die sind überflüssig wie Pfandflasche kaputt. Haben Sie gesehen immer, wer hat gearbeitet in diesem Land? Hat gearbeitet Kinderbuchautor oder gearbeitet Trampoliner oder hat gearbeitet der Medienfuzzi? Diese Politiker bescheißen mehr, als sie denken. Wissen Sie, warum keine Firma will diese Menschen? Weil wir haben gesehen, viele Male solche Nulpen. Haben gesagt, keine Firma will solche Nulpen. Grünzis! Grünzis dürfen nie in die Regierung. Sind immer Heuchler. Letzte Jahre gut gewesen mit CDU, SPD. Diese Jahre waren ohne Grünzis und waren gute Jahre. Grünzis immer Zumutung. Sind 40 Jahre in die Politik und immer Zumutung. Was erlauben Grünzis?
Grünzis müssen respektieren die Menschen. Haben viele nette Menschen in diesem Land. Stellen Sie die Menschen die Frage. Haben keinen Mut an Worten. Aber ich weiß, was denken über diese Grünzis. Müssen zeigen, jetzt, ich will 2025, diese Grünzis müssen zeigen, mich, alle Menschen, müssen allein die Wahl drastisch verlieren. Ich bin müde. Jetzt sprechen über diese Grünzis. Verteidige nicht mehr diese Schulabbrecher. Ich habe immer mehr Schulde wegen dieser Grünzis. Die eine ist wegen Stromrechnung, die andere wegen Gas. Und Pazifismus ist in Tonne, weil Grünzis nur kriegsgeil. Ich habe fertig. Bei 100.000 Followern verhöhne ich die Grünen doppelt.